Hallo, mein Name ist Marius Ebert und in dieser Videoserie bin ich dabei, Prüfungsfragen zu beantworten. In diesem Video behandle ich die Frage, was der Zweck ist, dass im Grundgesetz eine Vorschrift steht, dass ein Haushaltsplan zu erstellen ist von der Bundesregierung. Haushaltsplan, und die Frage ist nach dem Zweck eines solchen Haushaltsplans. Nun, typische Reaktion: weiß ich nicht, kann ich nicht, habe ich nicht gelernt. Bleiben wir ruhig und schauen zunächst mal gar nicht auf das Wort Haushalt, sondern auf das Wort Plan. Was ist der Zweck eines Plans? Nun, da fällt uns doch wahrscheinlich was ein. Der Zweck eines Plans ist doch zunächst einmal Steuerung. Ich kann meine Aktion sehr viel besser steuern, wenn ich einen Plan habe. Dann ist der Zweck eines Plans Transparenz. Das heißt, ich kann diesen Plan und soll ja offensichtlich diesen Plan auch anderen zeigen, sodass klar ist und durchsichtig ist, was ich tue. Und damit habe ich noch einen dritten Aspekt. Der Zweck eines Plans ist auch Kontrolle, durchaus auch Kontrolle von Dritten. So, und jetzt bauen wir den Begriff Haushalt noch davor. Steuerung von was denn? Nun, sagen wir mal von den Einnahmen und den Ausgaben. Die können besser gesteuert werden, wenn ein Plan vorliegt. Transparenz, Klarheit, Durchsichtigkeit über Einnahmen und Ausgaben und Kontrolle, was durchaus auch bedeutet Kritik durch die Opposition. Das soll auch möglich sein, damit ein demokratischer Kontrollprozess hier vonstatten gehen kann. Sie sehen, wie einfach das ist. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, klicken Sie bitte unbedingt unter dem Video auf www.spaßlerndenk-shop.de. Machen Sie es jetzt. Ich bekomme jeden Tag Mails, fast jeden Tag. Mails, Leute, die mir schreiben, hätte ich sie doch schon früher entdeckt. Deswegen klicken Sie selbst jetzt. Wertvolle Lernhilfen warten auf Sie. Alles Gute, mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.